Ja, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von Vlog zu 1 Million Euro. Und wie üblich ist auf meinem Konto absolut nichts passiert in der einen Woche. Die Aktien sind tatsächlich mal wieder ein kleines bisschen gefallen. Und ansonsten, ja, das Übliche halt, man wartet bis zum Monatsende und beziehungsweise nach so 2, 3 Monaten schaut mal, wie viel Geld mal wieder über ist auf dem normalen Girokonto und versucht es irgendwo zu investieren. Und deswegen gibt es mal wieder eine ganz normale Buchvorstellung, was ich so in der Zeit zwischendrin mache, während die Finanzen auf sich warten, gewinnbringend mal nach oben zu gehen. Genau, und deswegen jetzt wieder ein Buch von Robert Harris und das heißt Der zweite Schlaf. Und es fängt eigentlich ganz interessant an, wo halt einfach so ein Priester in so eine kleine Stadt kommt, ein kleines Dorf kommt und da halt in der Kirche den aktuellen Pfarrer beisetzen soll und dann eventuell die übernehmen soll, die Kirchengemeinschaft. Und ja, und das Erste, was so spannend auffällt, ist halt so, ja, dass da vom zweiten Schlaf eben erzählt wird und es ist eben so, dass man eben ganz normal einmal nachts halt einmal komplett das erste Mal schläft, also halt so, ich würde sagen, so von 10 bis 2 oder so. Und dann um 2 wachen halt kollektiv eigentlich alle einfach mal so ein bisschen auf, bekommen halt so mit, dass sich sowas regt oder so. Und dann in der ersten Nacht laufen halt die Dörfler einfach auf der Straße rum und ja, schauen halt einfach so ein bisschen, unterhalten sich ganz leise und so. Und dann gehen sie wieder schlafen und tun dann ganz normal morgens um 6 oder so, wenn die Sonne halt aufgeht, wieder aufstehen. Und ja, am Ende gibt es dann so ein Riesendrama und hier und da und die Kirche also kämpft gegen den Staat sozusagen. Also nicht aktiv, sondern halt einfach nur so machtmäßig, aber halt ohne Waffen. Und genau, und am Ende er wird halt dann so eine Kammer gefunden, eine Art Grabstätte von einem Forscher, der eben in der jetzigen Zeit so ungefähr gelebt hat. Und das ist halt so alles passiert, dass halt, also das Buch schreibt halt das Jahr so 1420 oder so. Und das ist halt die neue Zeitrechnung nach dem Untergang der Menschheit. Und dann haben sie neu zählen angefangen im Jahr 666, glaube ich, und dann halt fortlaufen. Also muss man sich halt so vorstellen, okay, die Welt ist da zusammengebrochen, halt so ungefähr 2100 oder so. Und dann haben sie mit der neuen Zeitzählung sozusagen direkt danach angefangen. Und das eben bei 666. Und wenn es jetzt ja, 1425 ist, dann sind halt jetzt so ungefähr ja, 600 Jahre vergangen ungefähr. Und dann eben zu den 2100 dazu sind dann, also leben die jetzigen Leute, die im Buch geschrieben werden, im Jahr 2700 ungefähr. Und genau, es ist eigentlich wieder sozusagen zurück ins Mittelalter. Bloß, dass halt nicht Mittelalter ist, sondern eben in der Zukunft. Und es ist dann ganz interessant, weil eben die Leute im Dorf finden halt immer so Gegenstände, also so Plastik, Glas, verschiedene Glasutensilien und halt so Metall oder Holz ist meistens schon verrostet und nicht mehr vorhanden. Aber es gibt halt noch so riesen Monumente, wie die da halt immer genannt werden. Und das sind halt einfach jetzige riesige Strukturen, die einfach in der jetzigen Bauwelt existieren oder gebaut wurden. Also, das kann man sich so überlegen, ja, vielleicht so ein Fernsehturm oder so. Oder ja, vielleicht noch der Reichstag oder so, obwohl der wahrscheinlich auch gut verschüttet wird, oder ja, so ein Kölner Dom oder so, dass halt einfach so ein bisschen was drüber schaut und übersteht. Aber generell jetzt sind es ja einfach nur noch so ein paar große, bedeutende Betonbauwerke sozusagen, die überlebt haben. Und die können sich halt dann immer keinen Reim drauf machen, was es sein soll oder was es ist, weil die halt einfach nur noch die Strukturen sehen, aber nicht den Sinn dahinter verstehen, weil sie halt im Mittelalter leben und dann halt damit keinen Bezug haben.
Und ja, dieser, also da finden dann halt so einen Brief von einem Menschen, der eben gerade vor dieser Katastrophe gelebt hat. Genau, und der schreibt eben, ja, die Menschheit ist immer auf wackeligerem Bein sozusagen, und die Chance, oder, na, eigentlich ist klar, dass die Welt untergeht, und die Ursachen sind halt entweder, also so technologischer Zusammenbruch, also dass die Computernetzwerkwelt halt irgendwie kaputt geht, dann eben ein weiterer Krieg, oder halt so Sonneneinflüsse, dass halt die Sonne einfach irgendwelche kosmische Strahlung oder sonstige gefährliche Sachen auswirft und wir das halt auf der Erde nicht überleben. Genau. Und dieser Priester, der da eben zum Statten von dem jetzigen Priester hingeht, der ist eigentlich relativ gläubig, halt sozusagen, kann man sagen. Und der kommt halt dann in die Berührung mit diesen ganzen, ja, technischen Sachen, die da verworfen sind oder halt auch als Ketzerei bezeichnet werden. Und dann kommt gerät er da halt immer tiefer in diese ganze Forschung oder Archäologie, kann man sozusagen sagen, für diese Technik. Und ja, lebt dann sozusagen ziemlich gefährlich. Und ganz am Ende finden sie dann eben so eine Kammer, wo eben einer aus der jetzigen Zeit sich verewigt hat und eben diese Katastrophe, die dann passiert ist, aber im Buch leider nicht gesagt wird, was genau jetzt das der Auslöser war oder der Untergang, aber das halt überlebt hat in so einem Betonbunker und danach eben dieses Dorf eben aufgebaut hat und eben für die Selbstversorgung gesorgt hat. Und in seinem Brief schreibt er halt, ja, er überlegt halt, wie er am schnellsten die Menschheit wieder an den technologischen Standard von vorher heranführt, aber halt mit besseren Werten sozusagen. Also effektiv weniger Krieg. Und aber es funktioniert einfach trotzdem nicht, weil, also zu der jetzigen Zeit, die wir ja beschreiben, ist halt trotzdem noch Krieg zwischen England und Frankreich, beziehungsweise eigentlich allen umliegenden Ländern. Und ist natürlich irgendwie schade, aber auch richtig interessant, ja, wie halt so sich die Welt entwickelt, wenn sie zu technologisch wird und dann zusammenbricht und dann wieder von vorne anfängt. Und das Problem ist halt immer diese, ja, Technologiebewahrung, weil also der, sozusagen die Welt bricht zusammen, das heißt, nichts mehr funktioniert. Und dann ist die erste Überlegung, okay, wie überlebe ich? Dann tut man erstmal schauen, dass man halt Essen herstellt und Trinkwasser, ein Haus, ein Dach über dem Kopf hat und dann, ja, schaut, wie man das überlebt. Und danach ist halt die Schwierigkeit, dass man es irgendwie wieder hinkriegen muss, dass man diesen technologischen Standard von vorher wieder instand setzt und halt einfach wieder auf dasselbe Niveau kommt, weil ja, das halt einfach schwierig ist, das alles wieder so anzufangen von vorne. Und naja, da kann man nicht einfach so sagen, ja, jetzt haben wir 5 Tage lang wieder was gegessen oder ganz normal das Essen angepflanzt nach einem Jahr. Und jetzt kommt als nächstes einen riesen Pflug bauen und einen Traktor und dann damit das Feld umpflügen oder eine riesen Ernte- oder Sämaschine. Sondern da geht es halt immer einfach nur noch erstmal darum, okay, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Und irgendwann geht halt dann das Wissen verloren oder die Bücher werden verbrannt und oder irgendjemand will wieder die Macht an sich reißen, zum Beispiel in dem Fall jetzt halt die Kirche, die halt dann wieder so eine riesen dominante Rolle spielt. Und genau, und am Ende, ja, schaut man halt dann wieder, wie man zur Technologie hinkommt. Und eben, ja, halt wieder so weit ist. Und dann ist eigentlich, läuft es jetzt deine neuen Welt eigentlich genauso ab wie in der alten. Also da geht es jetzt gerade so los mit der Industrialisierung, also mechanische Webstühle, und halt ja, so jetzt Lampen, die als erstes aufkommen und dann wahrscheinlich demnächst irgendwann Fortbewegungsmittel, weil sie momentan noch mit Pferden unterwegs sind.
und immer so weiter. Und dann, kommt es halt da irgendwann mal wieder zum normalen technischen Stand. Aber bis dahin ist halt erstmal ganz normales Mittelalter, was eigentlich aus unserer Perspektive mal ganz interessant zu leben wäre. Aber zu der jetzigen Zeit dann, also in der neuen oder auch in der alten Zeit, also damals um 1400, war es halt echt nicht witzig, weil du einfach an Krankheiten so richtig schnell gestorben bist und dann einfach nicht viel machen konntest mit deinem Leben oder so insgesamt und halt immer relativ viel Angst hattest. Und das ist natürlich nicht gut. Und da ist, kann man schon froh sein, dass wir jetzt in dieser enorm technologischen Welt leben. Und dann, ja, schauen wir mal, was die Zukunft so für uns bereithält. Aber ja, wir werden es einfach sehen und lassen wir uns überraschen. Und auf jeden Fall die einfachste Lösung, dann ist das so. Genau, ansonsten, so wie immer, gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Und ansonsten bis nächste Woche. Thank